Hallo Leute und herzlich willkommen zu dem dritten Teil meiner Serie von der Media Tracker Tutorial. Und wir kümmern uns heute um das Thema Überblenden. Und das Wichtigste ist am Anfang, wie immer, dass man erstmal den Ghost hat, das heißt die Strecke einmal gefahren ist. Das tue ich jetzt gerade auch. So. Wenn wir das gemacht haben, Freigabe erteilen und auf den Media Tracker im Spiel bearbeiten gehen. Dann ist man normalerweise automatisch in dem Auslöser bearbeiten Tool und kann hier einfach auswählen, wo das aktiviert werden soll, die Überblende. Ich mache das jetzt hier mal so am Rand von den Sprüngen. Das heißt, dass man, wenn man nicht einfach geradeaus springt, so einen schwarzen Bildschirm dann hat, mache ich dann. Oder auch irgendeine andere Farbe kann man sich aussuchen, ja, wie man möchte. Ändere hier auch nochmal kurz die Kamera, damit man das hier besser sehen kann. So. Wenn wir dann alles ausgewählt haben, was wir ausgewählt haben möchten, was habe ich in dem Fall jetzt da, dann klicken wir nochmal auf Auslöser bearbeiten, dann sind wir hier draußen und Element hinzufügen. Hier können wir jetzt da Überblenden drücken. Und dann ist erstmal alles schwarz, weil von Anfang an standardmäßig die Überblendung auf schwarz eingestellt ist. Das gehört ja eigentlich auch so, denn es soll ja hier passieren, wenn man da drüber geht, ist es sofort schwarz. Jetzt ist die Sache, dass es meistens so eingestellt ist, dass am Endpunkt die Deckung auf 0 ist. Das heißt, es ist schwarz und wird langsam dann wieder aufgeklärt. Aber das kann man ganz einfach ändern, indem man hier bei Deckung dann nochmal hochgeht und dann könnte man zum Beispiel einfach, wenn man sagt, nee, schwarz ist langweilig, mach mal rot. Das erschreckt den auch vielleicht. Oder man könnte auch ganz einfach machen, das wird vielleicht auch gut aussehen, dass hier langsam dann schwarz wird. Man das auch kürzer stellen und dann auf endlos, weil man soll ja dann nicht einfach weiterfahren können nach einer bestimmten Zeit, sondern die Strecke von vorne richtig beginnen. So, wenn das gemacht ist, ist es im Prinzip auch schon alles fertig. Hier kann man nur die Farbe einstellen. Oh, doch, das habe ich vergessen, die Bedingung. Das ist zum Beispiel, kann man sagen, dass wenn die Reihenzahl, dass das nur ausgeführt wird, wenn man noch unter einer bestimmten Zeit gefahren ist, wenn es nur ausgeführt wird, wenn man über einer bestimmten Zeit gefahren ist, wenn man bereits ausgelöst hat, das verstehe ich nicht ganz, aber man kann auch machen, wenn man, dass es nur ausgeführt wird, wenn man kleiner als eine bestimmte Geschwindigkeit fährt oder wenn man zu schnell fährt praktisch. Das heißt, man stellt am Anfang irgendwie ein Schild auf oder schreibt, man darf nicht mehr als 200 km/h fahren oder mph eigentlich, und wenn man dann über 200 mph fährt, dann wird das so schwarz. Und noch nicht ausgelöst, verstehe ich auch nicht ganz. Wir bleiben einfach mal bei ohne, weil es ist egal. Wenn man da rauskommt, dann soll es einfach komplett schwarz sein. Wenn wir jetzt hier rausgehen, dann sollte es eigentlich auch schon funktionieren, wenn alles geklappt hat. Und das probieren wir jetzt gleich mal aus. Wenn man nämlich jetzt hier normal gerade weiterfährt, passiert nichts. Man kann ganz normal fahren. Wenn man jetzt allerdings hier bei dem Sprung so nach draußen fährt, dann wird es so langsam schwarz und man sieht nichts mehr. Das bleibt jetzt auch endlos so, egal was man macht, und man kann nichts machen. Dann könnte man, was jetzt aber nicht der Sinn von diesem Tutorial ist, noch einen Text hinzufügen, der sagt, man soll Enter drücken und von vorne beginnen. So, dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat und es euch geholfen hat, würde ich mich sehr gerne über eine Bewertung freuen. Ihr könnt auch Fragen in die Kommentare schreiben, wenn bei euch etwas nicht funktioniert hat, und ihr könnt auch gerne bei meinen weiteren Teilen von dieser Serie vom Media Tracker reinschauen, wenn ihr da auch noch Hilfe braucht. Ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Video und ciao!